ganz gemütlich nach einem reichlichen Frühstück und einigen Kaffees am Bärenlahner Sattel starten der Jakob und ich in Richtung Schaufelspitze Westwand. Unser heutiges Ziel ist der Sitz des Zeus und Jakob startet wie so oft in die erste Seillänge. Die dritte Siebenerlänge entlockt ihm sogar einen kleinen Kraftschrei. Auf geht's. Und so geht es dahin, eine bombastische Siebenerlänge nach der anderen in durchwegs perfekten, blattigen Fels. So manch einer mag sich vielleicht an dem durchaus recht hohen Schrofenanteil in den ersten Seillängen stören, jedoch ist auch hier der Felsteil absolut überragend. Die Absicherung ist ebenso überragend, Cams und Keile werden absolut nicht gebraucht. Die Sonne grüßt uns nun in der Wand und nach einem kleinen Dächle befinden wir uns auch schon vor der Schlüsselseillänge. Ganz klassisch geht es noch einmal auf Kampfgewicht herunter, bevor der Jakob einen Flash-Versuch gibt, nachdem ich die Länge bereits ausgebouldert hatte. Ja, genau. Auf geht's. Nächsten Fuß auch noch hoch. Besserer Schultergriff dann. Das Mono. Jawohl. Come on! Schade. Nachdem er knapp gescheitert ist in seinem Flash-Versuch, gebe ich in meinem zweiten Versuch nun auch noch einmal Vollgas und es gelingt uns beiden, die Länge frei zu durchsteigen. Ja! Wow! Das hat sich so schön an. Nun muss der Jakob in der letzten Seillänge noch einmal alle Künste der Altmühltaler Plattenschule auspacken, um eine schwierige 8er Einzelstelle zu knacken. Ich muss leider auf diese Länge verzichten, da ich mir davor meinen Mittelfinger leider gezerrt hatte. Bin dabei, Jakob. Auf geht's! Komm, du kannst es! Auf geht's! Ja! Fisch! Jakob! Ey, Plato! Sehr gut! Gut gemacht! Nun geht es über die Abseilpiste und den Schnellabstieg wieder zurück in die Eng. Als Fazit bleibt zu sagen, dass der Sitz des Zeus mit Sicherheit eine Tour ist, bei der jeder alpine Sportkletterer voll auf seine Kosten kommen wird und ein äußerst genussreiches Erlebnis haben wird.